Sparkasse hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem jede Schule sich unter Beweis stellen kann. Es soll darum gehen, zu ermitteln, wer die beste allgemeine Bildung vermittelt hier im Kreis. Ist ja klar, welche Schule das ist. Ja, und dazu schwebt uns als Schule eine Schulvorführung vor, bei der jeder von euch beweisen kann, welches Talent in ihm steckt und welche besonderen Fähigkeiten er hat. Und diese Fähigkeiten soll er einbringen. Und die Schule, die den Wettbewerb gewinnt, bekommt eine Urkunde und 1500 Euro. Und um euch auf die Show vorzubereiten, habe ich ein paar Coaches mitgebracht für den heutigen Projekttag. Warmlauf, auf! Ich kann nicht mehr! Hallo, Herr Lang. Ich glaube nicht, dass das was wird. Das ist die totale Katastrophe. Gut. Der Unterricht hat begonnen. Was ist mit der Aura hier? Nee, hier kann ich nicht arbeiten. Und ihr könnt überhaupt nicht kreativ tätig sein, eure kreativen Kompetenzen entfalten. Der Unterricht ist beendet. Aber Frau Köhnen, Sie müssen! Aber ich kann nicht! Ruhe! Sie müssen! Es tut mir leid. Oh, okay. So Jungs, wir fangen an mit einer Tonleiter. Ich singe euch gleich ein paar Töne vor und ihr singt sie bitte nach. Na, 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 na. Geht ein Neutron zur Disco, sagt der Türsteher, nur für geladene Gäste. Der war echt gut, aber 95% von uns verstehen ihn leider nicht. Alter, wir sind doch nicht mal 95 Leute hier. Okay. Wir sind uns doch alle einig, dass dieser Tag Humbug ist. Ja! Ja. Wir sollten uns wehren! Ja! Ey Ben, ich glaube, ich muss mir jetzt diesen Coach mal vorknöpfen. Nein! Ja, also wir haben beschlossen, dass es der Projekttag moralisch missfällt, da jeder seine eigenen Stärken hat. Eine Angleichung an etwas in Ihren Augen Perfekten ist unmöglich, da das Wort perfekt von jedem anders definiert wird. Ja, sowas habe ich gemeint. Ein Vorschlag fand ich besonders gut. Das war's schon. Wir übten also immer weiter an unserem eigenen Vorschlag für die Show am Ende des Wettbewerbs. Uns hat diese Allround-Ausbildung der Schule nämlich überhaupt nicht gefallen. Wie ihr selbst sehen konntet, hat das auch... In der wir alle unser individuelles Talent zeigen konnten. Doch dann kam Corona und die Endshow des Wettbewerbs fiel aus. Wir waren am Boden zerstört, da wir unseren lang geübten Auftritt nicht aufführen konnten. Doch das Wichtigste ist, dass wir durch diesen Wettbewerb etwas ganz Besonderes gelernt haben. Diese Message wollen wir durch dieses Video verbreiten. Denn genau das wollten wir auch durch unseren Auftritt, der leider nie stattfinden konnte. Jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise perfekt und sollte sich nicht verändern, um dem perfekten Idealbild von anderen Menschen oder dem des Systems zu entsprechen.